Komm mal, wir stellen uns im Ausfahrt hier. So, hier aufs Eck mit rumkommen. So, Susanne. Okay. Hallo? 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 Oh, besser? Besser? Mein Finger. Wir finden es gut, dass wir trotz der aktuellen Welt die ganze Rede hat. Jetzt muss ich aber doch mal was weiter machen. Vergessen hat, ich dachte, dass du das haben. Oh nein, ja. Ich finde es gut, dass du das ärgerlich. Oh, ja. Oh nein. Ich habe mich so geärgert. Ich wollte danach mal noch in die Schule kommen, aber es hätte sich nicht mehr gelohnt. Die Deutscharbeit war schon wieder. Ja, deswegen. Vor allen Dingen, jetzt muss man erst. Mona muss jetzt eine Sache. Ja. Ich bin auf dem Stream raus, aber ich empfange keinen Stream. Was muss ich machen? Komm mit. So, auf geht's. So, ich denke, die sind alle da. So, ist der ganze Ende? Ist auch meine. Immer was? Ist die Schöne aus. Was denn jetzt? Ist noch da. Schlägt natürlich auf der Matratze. Der Couch. Das ist ja auch. Der kennt das ja. Okay, das ist noch einer durch, einer durch. Ja. So, wir haben 12 Zuschauer. Das sieht schon mal gut aus. Warum kriege ich aber das Video nicht angezeigt? Das ist alles schön und gut, aber ich weiß nicht, warum ich das Video nicht sehen kann. Weiter geht's. Was? Thank you.
Woche schon hier stehen. Können wir mal das Ding jetzt raus. Das ist so verkauft. Ich habe alles hier auf der Tür. Ja, ich habe noch. 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 Ja,
Abstand genau. Ja. So, du denkst an den Abstand. Damit
Hey, hast du jetzt Alter gesagt? Ich bin ja 25. Ja, ist es schon. Oh, wollte ich den Tipp rein, was ist da voll? Langen Reden. Das ist heute gar nicht dran. Ich möchte auch nicht darüber sprechen, wie sehr Rassismus weltweit noch immer tagtäglich stattfindet und Menschen zu Opfern werden lässt. Wir möchten heute etwas anderes. Wir möchten nämlich zeigen, dass man etwas dagegen tun kann. Wir wollen keinen Rassismus an unserer Schule. Das ist heute das Thema. Wir wollen zeigen, dass wir anders miteinander leben können und miteinander umgehen können. Die Banner, die wir jetzt hier wunderschön sehen können, sind von unseren Klassen im vergangenen Jahr gestaltet worden. Und allein schon, wenn ich die betrachte, muss ich feststellen, die sind so bunt und so verschieden, wie wir miteinander bunt und verschieden sind. Und ich bin stolz drauf, dass wir so zeigen, wie wir uns unser Miteinander vorstellen. Wir sind sichtbar. Wir sind gemeinsam als Schulgemeinschaft sichtbar. Und nur so hat Rassismus keine Chance. Ich möchte an dieser Stelle auch unsere Gäste von unserem Paten, den Sportfreunden Köllerbach, begrüßen. Herzlichen Dank, dass Sie heute beide hier sind. Und auch Sie wollen gemeinsam mit uns sichtbar sein und ein paar Worte an uns richten. Vielen Dank, Frau Schulleiterin, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer. Rassismus, Antisemitismus, Hass und Ausgrenzung dürfen in unserer Gesellschaft keinen Platz finden. Mehr denn je müssen wir dafür heute allen diskriminierenden und extremistischen Entwicklungen mit vereinter Stimme couragiert entgegentreten. Genauso wie ihr es heute vorbildlich tut. Der Fußball kann und muss hier seine Verantwortung wahrnehmen. Er kann Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung und der Religion zusammenbringen und auf spielerische Weise Vielfalt und Miteinander fördern. Dafür müssen wir alle gemeinsam eintreten, Haltung zeigen und für diese verbindenden Werte einstehen. Vielen Dank für euer Engagement. Herzlichen Dank. Lena und David, an unserer Schule seid ihr Schülerinnen und Schüler klar in der Mehrheit. Das sieht man hier heute auch. Und daher möchte ich euch das Wort geben, denn auch ihr habt euch Gedanken zu dem heutigen Tag gemacht und zur heutigen Aktion. Wir finden es gut, dass wir trotz der aktuellen Corona-Pandemie ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Obwohl der Schweigemarsch dieses Jahr anders läuft, freuen wir uns,
dass er überhaupt in einem gewissen Maße stattfinden darf. Der internationale Tag gegen Rassismus ist ein bedeutungsvoller Tag, in dem wir alle klar und deutlich Nein zu Rassismus sagen. Auch in der Corona-Pandemie treten leider Situationen auf, in denen sich Menschen rassistisch äußern. Menschen werden komisch, wenn es verschiedene Hauttöne haben, unterschiedlich groß sind, einen anderen Glauben haben oder verschiedene politische Ansichten haben. Menschen werden ausgeschlossen, wenn sie nicht dem Ebenbild seines Gegenüber ähneln. Wir sind eine Schule ohne Rassismus, eine Schule mit Courage, weshalb wir jeden Menschen respektieren, wie er ist. Das Leben macht viel mehr Spaß, wenn wir jeden Menschen akzeptieren und wertschätzen. Jede Person hat Anspruch auf Rechte und Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied. Jeder Mensch darf seine Religion frei äußern. Jeder Mensch darf eine andere Hautfarbe wie ein anderes Geschlecht haben, solange er ist. Jeder Mensch darf eine politische Nationalität haben, dass er ausgerüstet wird. Jeder Mensch sollte so leben, wie er möchte. Wir sind eine Schule ohne Rassismus, eine Schule mit Courage. Ein herzlichen Dank an unsere Schülersprecher. Dann wollen wir nun miteinander unseren Schulsong singen, komponiert und getextet von Schülerinnen und Schülern unserer Schule. Auch er ist ein deutliches Zeichen gegen Rassismus. Wir sind heute sichtbar auf der einen Seite als Menge, als diejenigen, die eine Aussage in die Welt zu tragen haben. Und wir sind hörbar und lassen uns nicht den Mund verbieten. Wir wollen keinen Hass, keine Hetze, keine Kriege. Wir sind alle verschieden, wollen Frieden auf dieser Welt. Egal, ob schwarz oder weiß, wir machen teil. Wir sind zusammen mit dir, sind alle gleich. Wir sind perfekt, genau wie wir sind. Pass auf, was du so sagst, und hast noch Glück. Und wo du bleibst, das ist uns egal. Nur wo du nicht bist, ist was Sinn. Sei dein Gesicht, der Mann, ich träg dich ein. Damit du mal miteinander quälst. Wir wollen keinen Hass, keine Hetze, keine Kriege. Thank you.
Wir wollen keine Nacht, keine Hetze, keine Zukunft. Wir haben Frieden, wollen Frieden auf der Welt. Also mein herzlicher Dank an alle, die das in einer großartigen Aktion und viel, viel Aufwand mit vorbereitet haben. Herzlichen Dank auch an die Schüler, vor allem an unsere Fünfer und Sechser, die bei so einer Aktion noch nicht mitgemacht haben und die ich bis hierher habe singen hören. Ganz, ganz toll, auf euch ein großes Kompliment. Dank auch an die anderen, die das mitgetragen haben hier und ihre Stimme schon seit Jahren, unsere Stimme gegen Rassismus stark machen. Ich denke, mit diesem Gefühl können wir gut in die Osterferien oder jetzt gleich erstmal zurück in unsere Klassenräume gehen. Danke auch an die Schülersprecher, danke für euren Beitrag. Es ist unsere Schulgemeinschaft und da ist es ganz wichtig, dass wir da zusammen ein Zeichen setzen. Ich bitte jetzt die Schüler in umgekehrter Reihenfolge wieder zurück in ihre Klassen zu gehen. Bitte immer nur einzelne Gruppen. Wir rufen sie einzeln auf. Okay. Gruppe 11 kann hin zum Gebäude rumgehen. So. Das ist mein Gruppe 11.
Ja, gut beachten. So eine Maske ist doch fataler. Danke. Ja, aber ich weiß auch, was die Maske ist. Wenn ihr am Saarland. Ja, ich weiß, das Saarland ist cool, ja. Ja, ich habe das.